Die Daimler AG hat mit der Landesbank Baden-Württemberg einen Schuldschein begeben, auf die klassische Weise und parallel über die innovative Blockchain. Für den Automobilkonzern und den Finanzdienstleister war das mehr als bloß ein Test. Es war ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft. Die Blockchain-Technologie eröffnet völlig neue Wege, Prozesse einfacher und effizienter zu gestalten. Neue Geschäftsmodelle entstehen. Wir als Bank wollen diese Potenziale nutzen, um die Dienstleistungen für unsere Kunden weiter zu verbessern. Dieser Pilot ist für uns der erste Schritt, die vielfältigen Möglichkeiten von Blockchain für verschiedene Finanzprozesse, wie beispielsweise Kapitalmarktemissionen, zu testen. Wir können uns durchaus vorstellen, diese später gegebenenfalls auch komplett hierüber abzuwickeln. Die Blockchain-Technologie ermöglicht es, Informationen in einem Netzwerk ohne zentrale Steuereinheit sicher und höchst transparent für jeden Teilnehmer zu verwalten. Die Informationen werden in Datenblöcke aufgeteilt. Jeder Block wird mit einer individuellen Prüfsumme versehen und enthaltene Transaktionen werden signiert. Die individuelle Prüfsumme ermöglicht eine absolut individuelle Verbindung zum nächsten Datenblock. So bilden sich Ketten, die auf allen teilnehmenden Rechnern gleichzeitig laufend abgeglichen werden. Werden die Daten in einem Block verändert, ändert sich dessen Prüfsumme. Und das fällt beim nächsten Abgleich mit den korrekten Daten auf den anderen Rechnern sofort auf. Das Prinzip Public Blockchain ist interessant. Es wird die Rolle von Banken im Wirtschaftskreislauf verändern. Wir wollen diese Entwicklung nicht nur beobachten, sondern aktiv gestalten und insbesondere die bewährte Funktion von Banken als vertrauenswürdiger Vermittler in die digitale Welt übertragen. Wir setzen dabei allerdings auf die Private Blockchain. Das Grundprinzip bleibt gleich, aber der Teilnehmerkreis besteht aus professionellen Teilnehmern und erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Neben dem Pilotprojekt Schuldscheindarlehen über Blockchain untersuchen wir parallel in weiteren Projekten, wo sich die Blockchain noch sinnvoll und effizienzsteigernd einsetzen lässt. Blockchain kann Auswirkungen auf nahezu die gesamte Wertschöpfungskette unserer Branche haben. Im Finanzsektor könnten unter anderem der Zahlungsverkehr, der Wertpapierhandel oder der grenzüberschreitende Warenverkehr weitere Anwendungsmöglichkeiten für die Blockchain-Technologie sein. Mit der LBBW haben wir einen langjährigen und erfahrenen Partner an der Seite, der ebenso wie wir innovative Zukunftsprojekte vorantreibt. Ein erstes dieser Zukunftsprojekte ist die Begebung eines Schuldscheindarlehens. Im klassischen Verfahren übernimmt die Bank hier eine zentrale Rolle. Prüfung des Darlehennehmers, Vertragsgestaltung, Investorenansprache, Orderbuchmanagement, Auszahlungen und umfangreiche Verwaltungsaufgaben über den gesamten Lebenszyklus des Darlehens. Zwischen Start und Ziel liegen in der Regel gut 10 Wochen. Die Blockchain-Technologie kann hier für mehr Tempo sorgen. Wir sind Marktführer bei Schuldscheindarlehen und möchten dieses Geschäft für unsere Kunden noch einfacher und schneller machen. Denn die Wertschöpfungskette ist lang und sehr arbeitsteilig. Außerdem werden die notwendigen Informationen und Verträge weitgehend analog verwaltet. Nach wie vor sind am Ende sogar Faxbestätigungen nötig. Da gibt es enormes Optimierungspotenzial. Vorbereitung, Vermarktung, Umsetzung – jede der drei klassischen Phasen eines Schuldscheindarlehens kann von der Digitalisierung profitieren. Die größten Vorteile bietet die Blockchain-Technologie allerdings in der Umsetzung. Der Zugang erfolgt über ein dezentrales Kundenportal. Für den Darlehennehmer, das Front- und Backoffice des Arrangeurs sowie die Investoren. Zeichnungsscheine oder Verträge werden dort digital bestätigt. Smart Contracts automatisieren das Management des Orderbuchs, erstellen automatisch Darlehensverträge oder prüfen Zahlungseingänge. Der Zugang erfolgt auch bei dieser auf einen exklusiven Teilnehmerkreis beschränkten Blockchain mittels eines digitalen Schlüsselpaars, dem Public und dem Private Key. Die dezentrale Datenhaltung sorgt dafür, dass erstmals alle Akteure des Schuldscheindarlehens zur selben Zeit die gleichen Informationen sehen können. Die Möglichkeit, mehr Sicherheit und Transparenz in unterschiedlichste Zahlungsprozesse oder Vertragsbeziehungen zu bekommen, macht Blockchain für uns so interessant. Das Projekt mit der LBBW kommt genau zur rechten Zeit, um hier Know-how für die Gestaltung neuer Geschäftsmodelle aufzubauen und uns als aktiver Player im weltweiten Technologie- und Gründerumfeld aufzustellen. Wir wollen ein aktiver Teil der weltweiten Blockchain-Community werden und haben uns vorgenommen, branchenübergreifende Standards mitzugestalten. Auch unser Fazit als Bank fällt absolut positiv aus.
Wir wollen Hand in Hand mit Kunden die Blockchain-Technologie weiterentwickeln, und zwar immer anwendungsbezogen und praktisch nutzbar. Für den Pilot war Daimler der ideale Partner, weil das Unternehmen ebenso wie wir hohes Interesse an der Blockchain-Nutzung hat. Die agile, interdisziplinäre Arbeit mit dem Kunden in einem gemeinsamen Projektteam war für uns ebenfalls äußerst aufschlussreich. Wir sind uns hier ganz anders begegnet als in der bisherigen Zusammenarbeit. Eine wichtige Erfahrung für eine Zukunft, in der sich Finanzierungsparteien stärker vernetzen und die Rolle von Marktteilnehmern ändern.